Ist nie auf dem Dach? Nee. Es gab ja im letzten Kapitel was mit Unkraut wegmachen und so. Das habe ich auch nicht gemacht, weil ich wusste nicht, dass ich ein Dach habe. Eiche. Das ist aber diese. Ja, das war im ersten Kapitel, wo Gabe und Alex da gesessen haben, ne? Ja. Du meintest, du hast Neuigkeiten? Ich hau ab. Krass, ich verlasse echt Haven Springs. Ist das zu glauben? Was? Ich bin wieder unterwegs. Fuck ja, endlich! Moment, ist das dein Ernst? Ich werde wieder Musik machen, Alex. Egal, wo ich bin. Ach, krass, ich hab schon vergessen, wie sich das anfühlt. Oh, sie versetzt uns. Das finde ich jetzt scheiße. Ich weiß nicht, was nee. Ich sagen soll. Ich mag will ich jetzt dich unterstützen, nicht. Aber hey, hey, komm. Sei nicht traurig. Wir haben viel zu tun. Okay. Ich brauche ein neues Ziel. Du bist mein Glücksbringer. Dein Geschmack für Glücksbringer ist mega beschissen. Halt's Maul. Alter, chill mal. Du wählst. Aber ich will nicht wählen. Ich hab doch... Ab nach Berlin. Ja, Steph kommt zu mir. Kommst du zu mir? Berlin. Fuck yes. Bowie hat Heroes in Berlin aufgenommen. Und die Platte ist echt der Hammer. Wo werde ich dort leben? In einem großen Loft mit Betonboden und freiliegenden Ziegelwänden. Ich chill dauernd auf dem Dach, schreibe meine Songtexte in mein Notizbuch und trinke einen Pfeffi direkt aus der Flasche. Irgendwann wird das hier zu einem Museum. Steph Gingrich nahm hier bla 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 auf und es ist der... Ach, das war ihr Nachname Gingrich, okay. Das klingt nach einem spektakulären Plan. Gut. Dann komm mit mir. Was? Nach Berlin? Klar, warum nicht? Muss nicht unser erster Halt sein, aber irgendwann? Ich habe noch Freunde in Seattle, die Konzerte buchen. Fangen wir da an, oder? Es geht aber ganz schön schnell gerade hier. Vegas? Wo immer wir wollen. Ich glaube, Alex will nicht. Hör mal, ich will dir echt keinen Druck machen. Aber ich habe gesehen, wie du so viel von dir gibst, um anderen zu geben, was sie brauchen. Und manchmal frage ich mich, ob du überhaupt mal an dich denkst. Ich meine, ich mag dich. Wirklich sehr, Alex. Aber? Du bist mir echt krass wichtig. Aber du willst gehen und lässt mich hier alleine. Okay, sie wird uns mitnehmen, aber... Reihen mit der Zunge. Ach Mann, das kam jetzt so plötzlich mit dem, sie will jetzt weg. Ja komm, nehmt euch. Knutscht rum. Küss mich. Küss mich, küss mich, küss mich. Okay, okay, okay. Das ist scheiße, wenn man so eine Emotion sieht, ne? Oh ja. Yeah. Happy! Alter! Das war...
dich nicht entscheiden, also nicht jetzt sofort. Okay? Denk drüber nach. Das werde ich. Danke. Ich gehe jetzt wieder zurück. Dann bis später. Hey, Gabe. Kann ich dir etwas sagen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, warum du gestorben bist. Wer verantwortlich ist. Ist das nicht verrückt? Ich habe keine Spur mehr, der ich folgen kann. Was mir Angst macht. Denn nach all dem, nach Typhon, nach dir, ist da nur ein normales Leben. Ich habe irgendwie darauf gezählt, dass du mir zeigst, wie das geht. Aber ich denke, ich finde es schon heraus. Ich wünschte nur, du wärst hier, um es zu sehen. Oh, und ich habe Steph geküsst. Das ist auch passiert. Ich glaube, die Pläne werden aber alle noch ganz anders ablaufen. Ach so, ich kann ja gehen. Hab schon ja verdrängt. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Alex. Hast du den USB-Stick? Hab ich. Es ist alles da drauf. Gabes Anruf, ihr geheimer Plan, die Vertuschung. Du musst mit mir aufs Revier kommen. Alex, mach's nicht kompliziert. Werden wir nur angeschissen, oder was? Wie viel Geld kriegt ihr von Typhon? So, hast du dir dein erstes Frühlingsfest nicht vorgestellt, hä? Nicht wirklich. Kaffee? Ja, okay. Kaffee wäre super. Danke. Eigentlich haben wir gar keinen da, tut mir leid. Dein Ernst! Pein, biet mir das doch nicht an! Warum bin ich hier? Rucksack! Mit Kaffee macht man keinen Scherz. Diane klagt dich wegen des Diebstahls ihres USB-Sticks an. Und woher weiß sie davon? Das ist Bullshit. Ich habe nichts Falsches getan. Sie sind die Kriminellen hier. Hast du den Stick gestohlen oder nicht? Hast du ihn dir wenigstens angesehen? Ich kann nicht. Tut mir leid.
Du führst doch eine Ermittlung wegen Typhon durch, oder? Alles, wonach du gesucht hast, ist auf dem Stick. Trotz meiner Bemühungen ist die Ermittlung abgeschlossen. Der Befehl ist heute gekommen. Ich habe getan, was ich konnte, aber es gab keine Beweise. Tut mir leid, Alex. Ich habe die Beweise. Direkt hier. Es macht keinen Unterschied. Hör mal. Was meinem Bruder passiert ist, war kein Unfall. Es war ein Verbrechen. Die Dateien auf dem Stick beweisen es. Das könnte stimmen. Nehmen wir mal an, dass es so ist. Das Problem ist, du hast Typhon bestohlen. Das hilft uns nicht gerade. Ich habe dir gerade einen eindeutigen Beweis geliefert. Ist doch egal, woher. Vielleicht nicht. Aber das tut es. Alex, dir ist wohl nicht klar, was das zu bedeuten hat. Doch, sogar sehr. Diane zeigt dich an, wegen Cyberkriminalität. Das ist kein Kavaliersdelikt, Alex. 5 bis 10 Jahre Gefängnis. Weißt du was? Scheiß auf Diane. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist ein Witz. Aber du hast nochmal Glück gehabt. Ich habe mit ihr geredet. Und obwohl sie wütend auf dich ist, ist sie bereit, es auf sich beruhen zu lassen. Natürlich. Wenn du zustimmst, es gut sein zu lassen, erhebt Typhon keine Anklage. Alter. Sie bietet mir diesen Deal nur an, weil sie weiß, dass sie am Arsch ist. Sie ist schuldig, Pike. Selbst wenn du recht haben solltest, ist dein einziger Beweis unzulässig. Du sollst es tun. Einen Scheiß mache ich. Ich unterschreibe nichts. Alex. Nein! Typhon hat was in den Bergen begraben. Etwas so Großes, dass sie Gabes Anruf ignoriert haben und die Explosion auslösten, um es zu vertuschen. Willst du nicht wissen, was es ist? Was meinst du mit es vertuschen? Eine zweite Explosion, unangekündigt, die zur selben Zeit in der alten Förderstätte ausgelöst wurde. Und das alles passierte nur wenige Wochen, bevor die Inspektionen beginnen sollten. Komm schon, Pike. Es ist alles hier. Es macht keinen Unterschied. Alex, bitte, komm, unterschreib's einfach. Dann gehen wir beide zurück zur Party. Nein. Alex, das ist kein Angebot. Du hast keine ich Wahl. Ich sagte nein. Nein ist keine Option. Wovor hast du solche Angst? Schau es dir an. Okay, was passiert jetzt? Scheiße. Was könnte in dem Umschlag sein? Ich will das eigentlich... Oh, will ich das nicht. Der gleiche wie bei Charlotte. Scheiße. Was für eine widerwärtige Gesellschaft da, ey. Ekelhaft. Aber Erik macht das echt gut. Die Typhon... Die Gesellschaft, hiernach bezeichnet als Entlaster, erklärt sich bereit, alle Anklagen gegen Alexandra Chen, hiernach bezeichnet als Entlastete, fallen zu lassen. Alter, was für eine Scheiße. Wir machen sowas immer, egal welche. Ekelhaft. Ekelhaft, dass die so überhaupt so eine Macht haben.
Was ist das denn? Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält sich über die vorausgesehene Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Alter, wie die uns beobachtet haben, ist ja widerwärtig. Ist das eklig? Dürfen die sowas eigentlich auch machen? Einfach so uns privat beobachten? Art der Ermittlung, Bedrohungseinstufung. Begann mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit Mac Loudon. Das ist doch auch verboten. Die haben Mac beobachtet und uns dann auf den Kicker auf einmal gehabt. Das dürfen die doch nicht. Es gibt zwar Privatdetekteien und so bla bla bla, ja. Aber die haben alle Leute irgendwie, die ganzen Akten, die ganzen Dateien von den Leuten, auch von deren Vergangenheit. Die ganzen Leute werden hier beschattet. Die werden sogar zu Hause beobachtet. Das ist ein bisschen too much. Ja, aber doch nicht den ganzen Ort. Die wissen ja von allen Leuten die ganzen Informationen. Sogar die Vergangenheit, alles. Das ist schon ein bisschen übel. Keine Ahnung. Begann mit der Beschattung der Person nach dem Treffen mit McLaren. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucan identifiziert wurde. Wenige Bemerkenswertes zu berichten. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung, Wi-Fi-Überwachung und Töte suchen nach Typhons Geschichte und Aufzeichnungen zu Gerichtsverfahren. Person traf sich mit Klientin der Blank Lantern und unterhielt sich. Es scheint, als habe die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Enger Freund Gary Chen starb bei einem Unfall. Unterstützt Alexander Chen in ihren Bemühungen gegen Typhon, involviert in den Unfall und extrem außer sich deswegen. Person kann sich sehr gut mit Geografie und den Einwohnern von Haven aus. Aha. Ah ja, super. Steph ist jetzt auch noch drin. Unterstützt Alexander Chen in ihrer Bemühung, hat sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Priorität der Bedrohung 2, sofortiges Einschreiten empfohlen. Alter! Scheiße, Ryan und Steph sind mit jetzt in der Scheiße. Ist das eine Drohung? Ja, was klar. Hast du denn erwartet? Hä? Dass Typhon, eine globale Organisation mit Milliarden an Einnahmen, eine Armee aus Anwälten und wer weiß, wie vielen Politikern in der Tasche einfach die Hände hochreißt und sagt, du hast gewonnen. Ich wollte doch nur Gerechtigkeit für Gabe. Ja, naja. Typhon hat seine eigene Idee von Gerechtigkeit. Scheiße. Glaub mir, ich will doch auch, dass diese Mistkerle dafür büßen. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass es nicht möglich ist. Sie sind zu groß, zu vernetzt, zu skrupellos. Hass mich, wenn du willst. Nenn mich einen Feigling. Aber ich will dich nicht auch noch verlieren müssen wie Gabe. Pike hat richtig Angst vor Typhon. Aber wenn ich ihm seine Angst nehmen kann... Aber es geht nicht nur um mich. Steph und Ryan sind auch in Gefahr. Fuck. Scheiße. Ich will Typhon komplett ruinieren. Aber soll ich dafür echt ihre Leben in Gefahr bringen und auch meins? Oh mein Gott. Das Erste, was mir in den Kopf kommt, Ryan und Steph. Die
Ich bringe die auch in Gefahr. Und das ist etwas, was ich jetzt gar nicht möchte. Die haben mir die ganze Zeit geholfen. Ich will nicht, dass denen irgendwas passiert. Aber was passiert, wenn ich jetzt das mache, dann darf ich dann... Das andere Problem ist, wenn ich ihnen jetzt die Angst nehme, kommt das direkt auf Alex. Sie hat dann diese Gefühle und wir wissen nicht, wie das eskaliert dann, wenn wir Pikes Angst nehmen. Fuck, ist das schwer. Könnte zu einem unpassenden Moment kommen mit der Angst, ja. Ja klar, wenn der Sheriff sich auf unsere Seite schlägt, ja. Das Problem ist aber, dass die Beweise nicht zulässig sind, weil wir sie gestohlen haben. Und wir bringen Steph und Ryan mit in Gefahr. Wir ziehen die dann komplett mit rein. Und die sind schon als Gefahrenstufe 2. Ich will die beide nicht in... Oh Mann, ist das eine Scheiße. Ich unterschreibe das, komm. Und ich muss nur unterschreiben? Ja. Wo das Kreuz ist. Wir können es, vielleicht kriegen wir es nur anders hin. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Zeit, meine Seele zu verkaufen. Die. Scheiße. Ja, sie sind sehr gemein mit den Entscheidungen. Ich werde es für mich nochmal spielen, da werde ich andere Entscheidungen treffen, aber das ist gerade richtig übel, ey. Hallo, Pierre. Oh mein Gott, help. Help somebody. Oh Mann. Pisser. Danke, Alex. Hast richtig entschieden. Ich habe jetzt nur an Ryan und Steph gedacht. Wären wir jetzt alleine drin, hätte ich das anders gemacht. Ja, ich würde nie meine Freundin in Gefahr bringen. Mm-mm. Würde ich im Real Life auch nicht machen. Auf gar keinen Fall. Was passiert jetzt? Ich auch, Joker, mich auch. Und sollen wir das jetzt Steph und Ryan... Ich hoffe, wir erzählen es denn noch. Keine Ahnung. Unfassbar. Und diese Angst hätte uns vielleicht wirklich irgendwann... Wie konnte das schiefgehen? Das erste Mal, dass das jemand auswählt. Keine Ahnung, was ich als nächstes tun soll. Vielleicht hilft es, wenn ich mit Jed rede. Ja, ist für mich schwierig, weil ich will nicht die Menschen, die mir die ganze Zeit geholfen und unterstützt haben, in Lebensgefahr bringen, weil die scheißen auf Leben. Also die Gesellschaft da, hat man ja gesehen mit Gabe. Alter, das geht nicht. Was ist, wenn den beiden dann auch was passiert? Weil wir dann so egoistisch waren? Okay. Vielleicht kriegen wir es nur anders hin, keine Ahnung. Wird hier wohl Scheiße! Also, ich hasse Life is Strange. Immer wieder. Ich sollte anfangen, meine Leistungen in Rechnung zu stellen. Oh, die beiden, die wir... Okay. Schön, dass Ducky eine tolle Nacht hatte. Er hat's verdient. Wir haben ja mit ihm getanzt. Bad Ending confirmed. Wer weiß?
Ist bei Life is Strange, da, ne? Weißt du nicht, dass wir jetzt aufgeben? Vielleicht haben wir noch eine Chance. Wir können die ja so ruhen lassen. Ja, habe ich, Pia. Das ist ein Festhaven. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zur Musik getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an alle für ein weiteres grandioses Jahr. Ja, ich muss da mit Ryan und Steph reden. Ich hoffe, dass wir das auch machen dann. Oh, das wühlt mich gerade extrem auf. Steph. Lass dir das Eis schmecken. Das Frühlingsfest ist leider vorbei, aber der Spaß geht weiter bei Lawinen-Eiscreme. Teilt eure liebste Erinnerung vom Fest in den Kommentaren und ihr bekommt eine Kugel umsonst. Ich habe endlich Rückgrat gezeigt und ein ganz besonderes Mädchen gesagt, wie besonders sie ist. Und das gruseligste Teil war nicht, es ihr zu sagen, sondern zu erkennen, wie blöd ich war, so lange gewartet zu haben. Oh. Damit hast du dir 2 Kugeln verdient. Yay! Es ist Zeit, sich umzuziehen. Naja, ich gefährde sie nicht, wenn ich sie dann auslasse, ne? Also außen vor. Wenn die stalken uns ja anscheinend und wenn sie sehen, dass ich mit die gerade gar nicht mehr so zusammen. Ich kann es nur spekulieren, keine Ahnung. Ich brauche frische Klamotten. Der Schrank ruft nach mir. Ach, man kann jetzt so viel darüber nachdenken und irgendwas überlegen, aber wir werden es sehen. Vielleicht war das keine gute Entscheidung. Ich könnte aber auch jetzt mit Jet reden.